immer, wenn ich nicht tue, was du sagst, bin ich ein sturer Hund. Bist du auch. Und dann läufst du davon. Nein, ich fahre nach Königsbrunn. Papa, so schnell hast du deine Meinung noch nie geändert. Elisabeth braucht meine Hilfe, meine Unterstützung. Bist du zufrieden? Arno, du hast es gerade eilig, ne? So eilig nun auch wieder nicht. Na, seid ihr euch einig? Ja. Nicht wirklich. Ach, Katja, bitte. Verstehe, mein Angebot war zu schlecht. Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin dir auch dankbar. Aber? Ja, wir haben das mal durchgerechnet. Das funktioniert so nicht. Ich habe mir den Mund fusselig geredet, aber er ist so ein Sturkopf. Tja, das ist der Gendefekt bei den Brandner-Männern. Mein Angebot steht jedenfalls. Und wenn du deinen Mann überzeugen willst, dann frag Susanne. Die kennt sich aus mit dem Gendefekt bei Brandner-Männern. Carla, bitte, du darfst noch nicht abreißen. Was? Elisabeth, ich verstehe dich kaum. Hier ist Windstärke 7. Die müssen... Hör mal, die müssen den Suchtrupp noch mal losschicken. Elisabeth, das ist unmöglich. Du kannst dir nicht vorstellen, was hier für ein Wetter aber ist. Aber die können doch Johannes nicht einfach so aufgeben. Die müssen weitersuchen. Carla? Carla! Sie haben den Piloten im Meer gefunden. Ja, dann werden Sie Johannes auch bald finden. Elisabeth, der Pilot, der war nicht mehr am Leben. Aber Johannes lebt. Hannes war auch verschwunden und ist dann wieder aufgetaucht, obwohl niemand mehr damit gerechnet hat. Elisabeth, das kannst du nicht miteinander vergleichen. Carla, bitte, du musst dafür sorgen, dass die Suche weitergeht. Bitte! Wen darf ich der Gräfin melden? Brandner. Arno Brandner. Sehr wohl, Herr Brandner. Sie berufen sich wieder einmal auf Gerüchte, Herr Schmidt. Dazu nehme ich doch keine Stellung. Es ist mir egal, was die Leser interessiert. In diesem Fall hat die Presse sich aus unserem Leben rauszuhalten. Impertinenter Schnüffler. Arno? Elisabeth. Ich bin, wenn ich irgendetwas für dich tun kann. Ich weiß ja, was passiert ist und... Wenn du gekommen bist, um mir zu kondolieren, dann muss ich dich leider enttäuschen. Dann bin ich nicht. Ich wollte dir nur meine Hilfe anbieten. Ja, und nebenbei dich davon überzeugen, dass dein größter Konkurrent tot ist. Elisabeth. Aber Johannes ist nicht tot, er lebt. Und ich bin auf deine Hilfe nicht angewiesen. Wie war's bei Elisabeth? Wie sieht's denn hier aus? Können wir mehr da? Auf der Theke. Ich gehe gleich zum Bütchen. Danke. Muss bestimmt sehr schwer für dich gewesen sein. Geht nicht um mich. Elisabeth, sie ist... Macht mir Angst. Ciao. Hallo, Charlie. Ah, wie schön, du guckst auch noch mal vorbei. Sag mal, seit du nicht mehr mit Susanne zusammen bist, sehe ich dich nur noch arbeiten. Findest du das gut? Sag mal, können wir bitte von etwas anderem reden als von Susanne? Entschuldige. Angelo, bringen Sie uns bitte 2 Gläser Sauvignon Blanc. Und wie geht es Nathalie? Du hast sie doch von der Klinik abgeholt. Ja, hab ich. Machst du dir Sorgen? Sie wollte aufs Schloss, um Hannes zu sehen. Ich hoffe nicht, dass Ansgar sie wieder auf Kurs bringen will. Das tut er bestimmt. Du kennst ihn doch. Ruf sie an. Was, jetzt? Na ja, bevor er sie wieder um den Finger wickelt. Na schön. Hallo? Nathalie, hier ist Lars. Im Moment ist es schlecht. Ich rufe dich morgen an, ja? Was denn los? Kannst du nicht reden? Nicht am Telefon. Ich übernachte hier und erzähle dir morgen alles. Ciao. Nathalie, warte! Aufgelegt. Was hat sie gesagt? Irgendjemand war bei ihr. Tja, jedenfalls übernachtet sie auf dem Schloss. Ach, das gibt's doch nicht. Ist sie gerade ein paar Stunden draußen und diese Leute stürzen sich schon wieder auf sie. Aus Angst um ihren guten Ruf. Aber wenn Johannes und Elisabeth glauben, sie könnten ihren Heiligenschein auf Kosten Nathalies blank polieren, haben sie sich geschnitten. Ich kann das noch gar nicht glauben. Vor 3 Tagen habe ich ihn noch in der Stadt gesehen, gesund und munter. Und jetzt
Es tut mir so leid, Elisabeth. Mein Auftritt von vorhin, bitte verzeih mir, ich konnte ja nicht ahnen, dass... Ja. Er war ein wunderbarer Mensch, so ein guter Freund. Jetzt kann ich mich nicht mal mehr mit ihm versöhnen. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Charlie. Ohne ihn bin ich ein halber Mensch. Er war alles für mich. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Er hat doch hier alles zusammengehalten. Ja, und das ist jetzt deine Aufgabe, Elisabeth. Du bist jetzt das Familienoberhaupt. Du musst die Familie zusammenhalten. Und dafür sorgen, dass Johannes Vermächtnis erhalten bleibt. Das heißt, es wird immer noch nach Johannes gesucht? Ja. Auch wenn ihr niemand mehr dran glaubt, ihn noch leben zu bergen. Carla, du hast getan, was du konntest. Aber das war leider nicht sehr viel. Trotzdem, es war gut, dass einer von uns vor Ort war. Wann kommst du denn wieder zurück? So wie es aussieht, in 1 bis 2 Tagen. Gut, dann melde dich auf jeden Fall nochmal, okay? Mach ich. Ich möchte euch allen mein tief empfundenes Beileid ausdrücken. Und du versprichst mir, dass du mich anrufst, wenn du Hilfe brauchst. Ja, danke, Charlie. Das werde ich tun. Oh. Ja, ich wollte das nicht wahrhaben, dass Johannes tot ist. Ich konnte das nicht. Aber jetzt müssen wir versuchen, diese schreckliche Wahrheit zu akzeptieren. Ihr wollt für Vater eine Trauerfeier veranstalten? Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein. Was spricht denn dagegen? Sie haben ihn noch nicht mal gefunden. Ansgar, sein Leichnam wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch nie gefunden werden. Das ist bei Flugzeugabstürzen ins Meer nun mal leider häufig so. Ach, und warum habt ihr dann Carla dahin geschickt? Doch wohl, um die Leute anzuhalten, weiterzusuchen. Selbstverständlich warten wir mit der Trauerfeier, bis Carla wieder zurück ist. Wie kann man nur so herzlos sein? Ansgar, uns fällt das alles auch nicht leicht. Aber die Trauerfeier wird uns helfen, uns allen helfen, besser mit dem Schmerz klarzukommen. Ach, welcher Schmerz? Dein Vater war ja doch gar nicht. Johannes hätte es so gewünscht, das weiß ich ganz genau. Was kannst du überhaupt über Vater wissen? Du hast ihn doch gar nicht gekannt. Was willst du damit sagen? Dir ging es von Anfang an nur um das Geld, das Schloss und den Adelstitel. Du kannst es doch kaum erwarten, das Landschein-Imperium an dich zu bringen. Dafür würdest du alles tun, sogar unseren Vater für tot erklären lassen. Ansgar, jetzt reicht's aber! Was denn? Im Grunde genommen bist du doch nur eine billige kleine Nutte, die sich für einen Adelstitel hat flachlegen lassen! Arno! Jana, bist du ja endlich. Mein Gott, dass man sich um dich immer sorgen... Elisabeth hat mich gefahren. Elisabeth! Gott, ja, ich hab gehört, was passiert ist. Es tut mir so leid. Ja, danke. Katja, du wolltest doch die Liste mit den homöopathischen Mitteln. Welche Liste? Die Liste? Ach ja, hast du die dabei? Ach, gut. Arno, was ich gestern Mittag zu dir gesagt habe... Ist schon gut. Das ist es nicht. Du hast es gut gemeint und ich habe dich behandelt wie... Ich weiß nicht, wie ich mich so gehen lassen konnte. Es tut mir sehr, sehr leid. Du musst dich nicht entschuldigen, Elisabeth. Du trauerst um einen Mann, den du geliebt hast. Ich kann dich sehr gut verstehen. Warum hackst du weiter auf Nathalie rum? Tanja hat euch doch alle reingelegt.
Wenn ich jemandem mein Kind anvertraue, dann erwarte ich, dass er nicht auf Tanjas Handlanger reinfällt. Was wollen Sie denn hier? Entschuldigung und herzliches Beileid. Ich habe es in der Zeitung gelesen. Schön, sonst noch was? Ist Carla vielleicht zu sprechen? Ich wüsste gern, wie sie geht. Carla wohnt nicht hier. Vielleicht klappern sie einfach die Lesbenclubs ab. Ich richte ihr Grüße aus, wenn ich sie sehe. Danke. Nein. Ihr seid natürlich eingeladen. Oh, danke, Charlie. Natalie, darf ich Ihnen noch einen Gin oder einen Wodka spendieren? Hören Sie endlich auf mit dem Quatsch. Nimm ihn an die Leine, bevor er gebissen wird. Anstatt hier auf meinem Freund herumzuhacken, wollen Sie gar nicht wissen, wie es Ihrem Sohn geht? Auch wenn er Sie jetzt noch ein bisschen vermisst, es lässt mit der Zeit nach. Er wird es nicht lange bei Ansgar aushalten. Er will zurück zu mir. Glauben Sie? In ein paar Monaten ist das vorbei und in ein paar Jahren, da weiß er schon gar nicht mehr, wer Sie sind. Auf den Schock würde ich einen trinken. Treffer. Versenkt. Carla kommt zurück. Es gibt in Glasgow nichts mehr für Sie zu tun. Die Suche nach Johannes wird endgültig eingestellt? Ja. Die britischen Behörden haben ihn offiziell für tot erklärt. Die Trauerfeier kann also stattfinden. Was ist denn eigentlich mit der Testamentseröffnung? Das kannst du wohl kaum erwarten, was? Wenn ihr damit einverstanden seid, dann würde ich den Notar für den Tag nach der Trauerfeier bestellen. Was die Feier angeht, was glaubt ihr, wie hätte Johannes sich das gewünscht? Im Kreise der Familie. Sie sind nur einen Schluck entfernt vom großen Glück. Warum quälen Sie sich so? Den haben Sie nötiger als ich. Auf Ihr Wohl. Das ist 30 Jahre alter Brandy. Im Eichenfass gereift und mild wie Honig. Und Sie dürfen wirklich nie wieder einen Schluck trinken? Lieber eine Ex-Säuferin als eine Sadistin. Hannes kann einem wirklich leid tun bei so einer Mutter? Immerhin habe ich ein Kind, Sie unfruchtbare Funz. Das, was du mir angetan hast, bezahlen, das verspreche ich dir. Hannes! Ach, jetzt dachte ich, ich hätte Hannes gesehen. Na, wie oft waren Sie hier, um ihn zu suchen? Einmal, zweimal, hundertmal? Und war das auch die Stelle, an der Sie sich Ihren ersten Schmerz reingepfiffen haben, als Sie gemerkt haben, wie sehr Ansgar Sie hasst? Wissen Sie, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe? Ich lag am Strand auf und ich kann dich nicht erhaben. Jetzt! Wie gefällt dir das, du mieses Dreckstück? Selbst zum Töten sind sie ja zu feige. Sich wegen dir die Finger schmutzig zu machen, lohnt sich nicht. Du hast Natalie dort alleine gelassen, wo damals Hannes verunglückt ist? Natalie wollte es so. Auf mich wirkte sie eigentlich ganz gefasst. Die Therapie scheint geholfen zu haben. Ja, das mag ja sein, aber stell dir vor, Lars, sie kommt aus dem Krankenhaus und findet eine völlig veränderte Situation vor. Hannes lebt. Sie kriegt das alles hin, davon bin ich überzeugt. Und wenn sie jetzt noch den Prozess hinter sich bringt... Um Gottes Willen, Natalie! Natalie, was ist denn passiert? Tanja. Yes. Ist sie auf dich losgegangen? Tja, verbal. Mit dem Hauen hab ich angefangen. Geht's dir gut? Es ging mir nie besser. Setz dich. Sie haben sie fertig gemacht. Sieht sie genauso aus wie Sie? Schlimmer. Oh, da wäre ich zu gerne dabei gewesen. Sag mal, findest du das lustig? Bei Tanja muss man zu solchen Mitteln greifen. Tja, das wird sie mit Sicherheit nicht auf sich sitzen lassen. Die soll ruhig kommen.
So, und jetzt hätte ich gerne einen Schnaps. Was? Kleiner Scherz, Wasser tut's auch. Das hat Ewigkeiten gedauert. Bist du voll Bus gelaufen oder mit der Straßenbahn kollidiert? Nein, mit Natalie. Oh, Frauenboxen. Fehlt bloß eine Tüte Chips und eine Pulle Bier. Erzähl. Ich erzähl dir gar nichts. Ich hab gleich einen Termin mit meinem Anwalt. Ich muss mich umziehen. Fährst du mich ins Hotel? Sie hat gewonnen. Ich fass es nicht. Sie ist größer als ich, ja? Ey, komm, sei nicht sauer. Vielleicht hat sie in der Suchtklinik neben Ikebana noch einen Boxkurs belegt. Sie ist immer noch Ansgars Frau. Mist, ich wäre so gern dabei gewesen. Sieht sie genauso aus wie du? Ach komm, jetzt gönn ihr diesen kleinen Triumph. Ja, soll sie ihn doch genießen. Solange sie noch kann. Also aus der wird mal eine ganz große Schauspielerin. Hoffentlich erst, nachdem wir unser Bier getrunken haben. Schon unterwegs. Oh. Bitte schön. Das ist ja ein Service. Komm, setzen wir uns. Du, sei mir nicht böse, aber ich muss mich noch um meinen Papierkram kümmern. Oh, viel Vergnügen. Ich kann es kaum erwarten. Bis später. Zum Wohl. Ja. Die Einladung zur Trauerfeier bei den Lahnsteins. Für Elisabeth muss das ein Albtraum sein. Sag mal, hast du Jana gesprochen? Ich habe sie heute noch nicht gesehen. Wahrscheinlich kümmert sie sich um Leonard. Vielleicht kommen sich die beiden ja doch wieder näher. Das glaube ich nicht. Sie muss doch begriffen haben, dass Leonard ihr nicht gut bekommt. So dumm kann keiner sein. Es ist gut, dass du wieder da bist. Hast du denn Sophia gelassen? Sie ist zu Hause. Lars kümmert sich um sie. Ja, dann erzähl doch mal. Wie ist es denn in Glasgow gelaufen? Es war ziemlich anstrengend. Die waren natürlich nicht sehr begeistert, dass ich mich immer wieder eingemischt und Druck gemacht habe. Und dann der Sturm, der die Bergungsarbeiten behindert hat. Und die Behördengänge. Es gab Schwierigkeiten mit dem Totenschein, weil Vaters Leiche nicht gefunden wurde, aber ich habe ihn jetzt. Wenn du willst, dann schicke ich ihn gleich weiter an den Notar wegen der Testamentseröffnung. Ist Vater jetzt also offiziell für tot erklärt? Entschuldigt bitte, ich bin furchtbar müde. Siehst du, genau das habe ich gemeint. Was gemeint? Eigentlich wollten wir damit noch warten, aber Jan und ich, wir gehen nach Chicago. Ein Studienfreund hat mir ein Angebot gemacht, das ich unmöglich ausschlagen kann. Und wann? 3 Wochen. Pardon, Gräfin, Besuch für Sie. Danke, Justus, ich komme gleich. Leonard, wir brauchen dich hier. Ich weiß, der Zeitpunkt ist denkbar ungünstig, aber ich muss mich sofort entscheiden. Aber kannst du das nicht verschieben? Carla, wenn ich eins aus Vaters Tod gelernt habe, dann, dass man seine Möglichkeiten nutzen muss. Du siehst doch selbst, es kann jeden Tag vorbei sein. Und außerdem muss ich an meine Zukunft mit Jana denken. Wohl eher an deine Vergangenheit mit Sarah. Marina, mein aufrichtiges Beileid. Kann ich irgendwas für dich tun? Ich ruf dich an. Ich wünsche dir ganz viel Kraft.
sondern die Vergebung. Nicht die Furcht, sondern die Freude. Nicht der Tod, sondern das Leben. Vielen Dank, Monsignore Koch, für die wunderbaren Worte, die Sie für unseren Vater gefunden haben. Das letzte Wort hat die Liebe. Vielleicht werde ich damit eines Tages meinem kleinen Sohn Hannes erklären können, wie viel mir mein Vater bedeutet hat. Denn genau das machte doch unseren Vater aus. Seine grenzenlose Liebe zu seiner Familie und zu seinen Mitmenschen. In den letzten Tagen oft an den Klippen gestanden und aufs Meer hinausgeschaut. Immer in der Hoffnung, dass unser Vater vielleicht auch noch lebt. Königsbrunnen ohne ihn, das ist für mich, das ist für uns alle unvorstellbar. Und es wird sehr, sehr lange dauern, bis wir das alle akzeptiert und realisiert haben. Vater war immer unser Vorbild. Seine Integrität, seine Großzügigkeit und seine Gerechtigkeit. Ich hoffe, dass wir nur einen kleinen Teil dessen, was er uns vermittelt hat, auch weitergeben können. Wir werden dich sehr vermissen. Nena? Hat jemand von euch Susanne gesehen? Leider nein, das heißt... Doch, ich habe sie vorhin draußen mit Jana gesehen. Ihr wollt los, nicht wahr? Ja, wenn wir die große Premiere nicht verpassen wollen. Premiere? Ach, Lisa hat heute ihren großen Auftritt bei einem Theaterstück. Ja, sie will Schauspielerin werden. Oh. Richten Sie ganz liebe Grüße aus? Ja, werde ich machen. Also, sammle ich mal meine Tochter ein. Wiedersehen. Wiedersehen, wiedersehen. Elisabeth. Wie bitte? Eine sehr schöne Feier. Sehr würdevoll. Ich bewundere sehr, wie du das alles gestemmt hast. Ich weiß, wie viel Kraft so etwas kostet. Ja, natürlich, sicher. Entschuldige mich, bitte, Arno, bitte. Ja, klar. Setze ich zur Leinerbin meines Vermögens ein. Ihre Geschwister Ansgar, Leonard, Konstantin, Nikola und Sarah werden, wie in Abschnitt 3.7 aufgeführt, bedacht und erhalten zudem lebenslanges Wohnrecht auf Königsbrunn. Ich kann das nicht. Die Firma, das Schloss, die ganze Verantwortung, das schaffe ich nicht. Johannes hätte dich nicht als Erbin eingesetzt, wenn er dir das nicht zutrauen würde. Ich habe eine kleine Tochter, um die ich mich kümmern muss. Wir werden dir alle zur Seite stehen. Außerdem hast du doch die Firma bereits erfolgreich geleitet. Und wenn Johannes Rat brauchte, dann hat er immer zuerst dich gefragt. Egal, ob es um Geschäftliches oder Privates ging. Das ist doch was ganz anderes. Johannes will nun einmal, dass du seine Nachfolgerin wirst und nicht Ansgar. Das mag ja alles sein. Aber hast du schon mal darüber nachgedacht, wie Ansgar reagieren wird, wenn er erfährt, dass Vater ihn enterbt hat? Vaters Anerkennung, das war immer das Wichtigste für ihn. Aber die wollte er sich durch Lügen und Betrug erkämpfen. Trotzdem, schlimmer kann man Ansgar nicht demütigen. Johannes ist diese Entscheidung nicht leicht gefallen. Aber er hatte gute Gründe dafür. Und wir werden uns doch von Ansgars möglicher Reaktion nicht einschüchtern lassen. Ansgar versteht von Geschäften mehr als ich. Naja, so eine blutige Anfängerin bist du nun auch wieder nicht. Und außerdem hat dein Vater in seinem Testament sicher an Ansgars menschliche und moralische Qualitäten gedacht. Trotzdem. Ich verstehe einfach nicht, warum er vorher nicht mit mir darüber geredet hat. Er lädt mir eine Riesenverantwortung auf. Es geht um Tausende von Arbeitsplätzen, um den Zusammenhalt der Familie. Und außerdem habe ich noch eine kleine Tochter, um die ich mich kümmern will. Und genau deswegen rede ich dir so zu. Damit Sophia in Zukunft etwas mehr Zeit bei mir verbringt.
Nein, im Ernst. Um Sophia brauchst du dir wirklich keine Gedanken machen. Und du weißt, wenn es drauf ankommt, kann ich auch ein paar Mandanten weniger nehmen. Ich weiß. So, ich muss morgen früh raus. Tja, wirklich keine leichte Entscheidung für dich. Aber ich denke, dein Vater hat sich das gut überlegt. Und deine Zweifel geben ihm recht. Die meisten würden bei so viel Geld und Macht keine Sekunde zögern. Also, mach's gut. Und gib unserer kleinen Prinzessin noch einen dicken Kuss. Bis dann. Mach ich. Geht's dir? Ohne Vorlage? Ja, solange es doch geht. Hey, du wirst ihn immer in deinem Gedächtnis behalten. War es sehr schlimm heute Nachmittag? Wie es auf einer Trauerfeier nun mal ist. Ich habe für morgen Einladungen zu einer Vernissage. Morgen ist Testamentseröffnung. Marina, es tut mir leid. Aber ich wäre jetzt lieber gerne allein. Bist du sicher? Es gibt einfach so viel, über das ich unbedingt nachdenken muss. Ich rufe dich an. Guten Morgen, Karl. Guten Morgen. Wenn du mit uns frühstücken möchtest, dann kommst du genau richtig. Ich habe keinen großen Hunger, aber ich bin trotzdem lieber bei euch. Das hätte Johannes sehr gefreut, wie die Familie zusammensteht. Du hattest letzte Nacht über vieles nachzudenken, nicht wahr? Ich könnte sein Erbe sicherlich ausschlagen, aber es ist sein letzter Wille. Und den werde ich akzeptieren. Johannes hätte sich sehr darüber gefreut. Er war immer so stolz auf dich, auf deinen Mut, dein Verantwortungsbewusstsein. Ich weiß, dass dir diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist. Aber du hast meine volle Rückendeckung. Und wenn ich dich hier auf dem Schloss oder in der Firma irgendwie und... Ja, ich werde darauf zurückkommen. Gut. Hiermit vermache ich meinen Konzertflügel meiner Tochter Sarah. In der Hoffnung, dass ihr eine erfolgreiche Pianistenkarriere vergönnt ist und ihr Spiel ein großes Publikum ebenso sehr bewegt, wie es mich berührt hat. Nach den persönlichen Zuwendungen kommen wir nun zum Hauptteil. Des Weiteren verfüge ich, mein gesamtes Privatvermögen soll zu gleichen Teilen unter meinen Kindern Ansgar, Carla, Leonard, Nico und Konstantin aufgeteilt werden. Jedes meiner Kinder erhält darüber hinaus ein lebenslanges Wohnrecht auf unserem angestammten Familiensitz Schloss Königsbrunn. Mein geliebtes Schloss selbst samt umliegender Ländereien sowie der Gesamtheit meines Firmenbesitzes, die Lahnstein Holding, vermache ich. Entschuldigung. Vermache ich meinem erstgeborenen Enkel Johannes von Anstetten.